Okay, Ende gut, alles gut. Ja, der freie Wille, das wäre eine riesige philosophische Diskussion, das ist wohl wahr. Deine Vase, oder? Okay. Wer ist hier? Das letzte Einhorn, okay. I'm the last unicorn. Gut, und das, wir werden das letzte Einhorn natürlich befreien. Wir werden alle befreien. Okay, eine Treppe, die zu nichts führt. Der Schlosshof. Und schon wieder Entscheidungen, wo man hingeht. Mann, 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 Mann. This used to be a beautiful palace. A place of learning. Of magic, of... Oh, yes, Dicey. It was also a place of dice. Hast du schön gesagt, Dicey. Hier geht's hoch zur Königin, also muss hier unten was sein. Also gehen wir zuerst. Ja, nach da oben wird bestimmt der Kampf sein, nehme ich mal an. Ich behaupte einfach, hier geht's nicht weiter, sondern bekommen hier noch irgendwas. Hier ist schon wieder dieser lecker Saft. Seelenmatsche. Naja, jeder hat so seinen Fetisch. Vasen, überall Vasen. Aber wir können doch eh nur noch eine Karte kaufen. Muss eigentlich Manny, wenn man ihn braucht. Manny, du wartest da oben, oder? Da oben ist der Riesenwürfel. Warum macht der Würfel da überhaupt mit? Bei so einer bösen Seele. Ich verstehe es noch nicht. Wir werden es aber leider herausfinden. Halls that once echoed with the laughter of children were now still, empty and desolate. So, wo ist die blöde? Oh, right. Except for Even and her amazing friend Dicey. Ganz genau. Who was great, did you say? Who was? And I quote, great. Großartig und maximal genial war. Ganz genau, das ist unser Dicey. Wie süß, dass er sich selbst beschreibt, der Erzähler. Wie cool. So, da wäre die Brücke. Also egal, wo ich lang gegangen wäre, es wäre... Richtig? Ja. Okay, super. Danke, Spiel. Habe ich schon Angst gehabt, ich verlaufe mich und es ist nichts passiert. So, also Manny. So, außer Betrieb. Alle Karten wurden gekauft. Du hast mich zu einem sehr reichen Schrank gemacht. Errungenschaft Kartensammlung. Okay, also Errungenschaft. Und da ist der Geist. Wir kommen. Egal was kommen möge, wir werden es zu Ende bringen, wir werden siegen. So, das ist nur das Vorgeplänkel. Mit Sicherheit. Dann werden wir in die Festung der Königin eindringen. Upsi. Wirf. So, Umas Umarmung, Meisterziehung, Zweierhammer. Wir hauen rein. Upsi. Boah, du nervst mit deinem Rundumschlag. Mir jetzt mal platt, der nicht weiter rumnervt. Was ist das Fliegepie hier? Komm her.
treffen das natürlich nicht, ne? So, volles Blatt. Und da kommen nochmal zwei, die extrem nerven können. Also, Meisterziehung. Eine Kanone auf jeden Fall. Und dann den Bogen. Das ist doch schön. So. Bin gespannt, was sie jetzt macht. Aha. Verdammt. Nicht in die Richtung geschlagen, die ich wollte. Das war so klar. Uiuiui. Oh, ey, ihr nervt. Maximal nervt ihr. Ups, sie ist selbst getroffen. Ach komm, wir können uns ja heilen, kein Problem. So, das hier, Umas Umarmung. Und dann nehmen wir wieder den Zweierhammer und auf geht's. Zack. Na komm schon, lass mich dich treffen, ey. Boah, die können so nerven, ne? So, jetzt reicht's aber hier. So, volles Blatt, komm, wir brauchen Heilung. Echt nicht vorsichtig genug. So, wo ist die Heilung? Hier ist sie. Und dann haben wir nichts mehr für die Karte, aber du bist jetzt dran. So, am Tranzen. So, wieder voll geheilt. Mal passen wir besser auf. So. Du hältst jetzt mal die Füße still. Oder die Hände. So. Auch, du bist auch dran. Schon wieder welche, die aufgeladen sind. Das nervt natürlich. Komm. Schlag zu. Geht doch. Aha. Aber bis der die aber kaputt hat, dauert das ja ewig, so wie das ausschaut. Also, wir werfen. Und Umas Umarmung. Zweimal Umas Umarmung. Kanone. Jeden Fall. So. Und den Geist. Der Geist, wegen dem ihr in die Hosen scheißt. Schön. So muss das sein. Und schnell ein paar Mal draufhauen hier. Ausweichen. Draufhauen, draufhauen. Upsi. Oh, das tat weh. Aha. Und tot. Komm. Jawoll. Noch ein großer. Ja. Macht aber nix. Volles Blatt. Und schon wieder gute Karten. 8. 10. Säurekanone. So platziert, jawohl. Den zwei haben wir natürlich. Und Büffelkriegkanone. So, los geht's. Das ist der einzige, der noch kommt. Aha, komm. So halten wir ihn schön am Platz. Das war's, ne? Komm, komm schon. Ja. So, geschafft. The dark crystals had appeared in the same age as the castle's fall, but they were not the cause of this destruction. Merely an effect of it. There is something much darker here. Way to creep us out, Mr. Narrator. Ist die Königin vielleicht aus Wut diesen drei... Was sind die drei Köpfe eigentlich? Das werden wir auch noch herausfinden, ne? Das ist die Folge dieser drei dunklen Kristalle. Komm, da ist sie. Unten ist dieser Saft schon wieder, dieser ekelhafte. Oha. Das ist schon, Komm, da ist sie. Das wird ein cooler Screenshot. Komm,
The remains of the castle were quiet, almost serene. But within them still dwelled a great power. Here goes nothing, Dicey. Point taken. Here goes everything. So, Text weg für einen Screenshot. Jawohl, so. Oh, das wird toll. Okay, schon kolossal, ne? Der Sechserpalast. Und die Zeit kam, in der die Königin ihre Niederlage akzeptieren musste. Sie wollte oder nicht. Waffenhaltbarkeit. Wenn du eine Nahkampfwaffe schwingst, bla bla bla. Oh, look at this place. It is stunning. And it's been lived in recently. We're not alone here, Dicey. Mhm. Sind aber auch schon ein paar Brocken hier auf dem Boden und alles, ne? Hier geht's runter oder hoch. So, der Kampf wird bestimmt oben stattfinden. Also nehme ich mal an, wir gehen runter. Oder findet der unten statt, weil es traurig? Och nee. Es gibt zwei Hauptaufgaben. Nee. Muss ich mich schon wieder entscheiden? Eine Karte gibt es hier. Keine Märchenquests, keine Märchenbücher haben wir alle. Ich möchte mich aber nicht zwischen oben und unten entscheiden. Och nö. Entscheide mich, ob ich... Hier gibt es bestimmt eine coole Geschichte. Hier gibt es Bilder. Wer ist das? Das ist ihre Schwester wahrscheinlich. Well, the gate was locked. But where was the key? Even wasn't sure. Okay. Oh. And neither was Dicey. Okay. Also, wir müssen unten den Schlüssel finden. But they had the feeling they could find what they sought if they looked below. Below. Bequeeper. Im Aufzug ging es tief in den Palast hinein. Whoa, she has a fleet of these things. That's concerning. Ja, that's concerning. Oha, das ist mal eine große Gondel. Gut, die sind alle groß, ne? Wait, Nanny Fortuna was coming. Quick, hide! Now, hurry up, you scrumptious. Mackhaft? Oha, sie sagt es schon. It means keep walking and stop asking questions. Nein, Even, mach was. Besieg sie. Nein. Nicht noch drei Kinder. Och nö, die können wir jetzt nicht retten, wenn... Ach, Even. Wir haben sie schon mal besiegt. Kannst du nicht einfach stehen bleiben? Come on, the key has got to be here somewhere. The key Even was looking for. She just knew it had to be here somewhere. Ja, nehmen wir doch einfach den hier. Verdammt, hoffentlich können wir die drei Kinder noch retten. Verstehe ich jetzt aber nicht. Du hast die Nanny schon mal besiegt. Das können wir doch wieder tun. Die Chance vertan. So, hier einen kleinen Cut, damit ich was trinken kann. Bis gleich. So, weiter geht's. Getrunken, eingedeckt. Noch kurz was schnabuliert. Und es geht in die Gondel. So, Manny, ist was schön mit dir. Kann man mit dir noch reden? Das letzte Mal. Cards on the table. This is a bit outside my normal rounds, and not at all what I was expecting. But now you're here, and Benedex is playing a sympathy card. You've got to buy something, mate, please! Manny, die Königin! Shh, mate, you can't. Oh, don't. What's that, mate? You want to trade cards? Don't mind if I do! You never know who's listening, mate. Now, let's trade and forget all about any treasonous thoughts, eh?
Manny, ich wollte mit dir reden. Was? Okay, schade. Das ist schade. Okay, here we go. All that remained was to climb the terrifying upper tower and face our destiny. Wohl wahr. Yeah, you're not in any danger here. Even, do you know what happens to a narrator if the person they're narrating dies? Vergessen. No. Me neither. Oh, but I'm sure it's not good. Das war ihre Schwester, denke ich. Von den Haaren her, oder? Hat auch einen weißen Würfel mit diesem Auge. Ist das vielleicht Moment? Haben wir den Würfel, der einst für die Schwester der Königin gespielt hat? Das wäre ja mal eine coole Story. Das wäre eine coole Story. So, die letzte Vase. Kommen wir hier hin. Ein Zwischenkampf, natürlich. Mit zwei nervigen. Ja, kurz nicht aufgepasst, wenn man sich konzentriert auf Kristall und schon gibt's da Treffer. Sehr nervig, aber ja. Unterschätzt man halt aber auch gerne deren Reichweite, ne? Man könnte ja auch einfach rumrennen, dann passiert nichts. So, volles Blatt. Schauen wir mal, dass wir die zwei loswerden. Die nerven ohne Ende. Ja. Genau deshalb gibt's den Bogen des Regelmeisters. Und vielleicht... Ja, doch, ein Geist. Ein Geist. Der auf eure Ziele scheißt. Was sagen wir mehr Schaden, wenn es länger auflädt? Ich denke nicht, ne? So, das war's wohl mit euch. Ah, Meisterziehung, natürlich. Und Würfelkriegkanone, ja, sehr schön. Die werde ich hier platzieren. Den Hammer hätte ich auch gerne. Das Lebenselixier und mit dieser Meisterziehung können wir nichts mehr anfangen. Also hau ich einfach hier einmal rein. Vielleicht lade ich sogar auf. Ja, ich mach so. So. Auch kaputt, auch kaputt. Sehen, dass wir wieder diese blöden Lanzenträge hier loswerden und werfen. Ups, falsche Taste. Das kommt davon, wenn man dicke Finger hat. So, Umas Umarmung. Umas Umarmung. Geist, natürlich hätte ich gerne einen Geist. So, und lass laufen. Ja, komm in den Geist rein. Ja, und das war's schon, oder? Das kleine Geplänkel. Ja. Gar kein Problem für uns. So, und wir sind ja immer noch über unsere Traumkarte im Traum, ne? Oh, da dürfen wir eh drücken. Moment, könnten wir das unten nicht? Ich muss kurz nachschauen, bevor... Wir müssen es einfach versuchen, bevor die Chance versiegt ist, das zu probieren. Natürlich jetzt ein weiter Weg, leider. Dicey, kommst du mit? Okay. Nein, hier kann ich nichts drücken. Okay. Schade. Auf dieser Karte sehen wir oder sahen wir gerade die zwei Geschwister. Die Königin und ihre, ja, ne?
Wussten wir überhaupt den Namen? Als wir ihn wussten, weiß ich ihn nicht mehr. Aus der Vorgeschichte ganz am Anfang. Ja, sind sie. Und wer ist da? Sehen wir da die Hände von... Da ist doch noch eine Hand im Hintergrund. Da halten sich die Hände. Ja gut, könnte auch ihre Hand sein noch, aber... Oder? Two royal girls. Princesses. The two of them were the exact same ages. As even and odd. Those masks. Oh, und unserer Schwester hat sie jetzt auch so eine Maske aufgesetzt. Two royal girls. Okay, das wird wieder dasselbe erzählt. Aber was haben denn ihre Eltern gemacht? Die hatten doch auch Eltern. Warum konnte die Tochter... Ja, so die... über alles herrschen auf einmal und ist sie einfach die Nachfolgerin geworden? Hat sich einfach durchgesetzt oder brutal irgendwen ermordet oder wie oder was? Das verstehe ich nicht. So, die Vase nehmen wir natürlich mit. Nicht das einfach, ne? Schade. Oha, und da ist der Palast. Okay, ich halte jetzt gleich den Mund, wenn eine Cutscene kommt. The Queen's Throne. It is from here that the Queen rules the fate of Random with the roll of her dice. But where was she now? Genau der Thronsaal, den wir auch im Traum gesehen hatten. Die zwei. Zwei Stadt, vier Burg. Eins Felden. One Croft, even in Odd's home. It was home. My family is there and I miss them, but I honestly don't know where home is anymore. Ja. Oh, Dicey. My home is by your side too. Genau. Zu Hause ist man immer dort, wo man seine Lieben hat. Freedom. It was a land and a family torn apart by an endless, futile war. A war the queen instigated to keep the people divided and her in power. Ich liebe diesen Dialekt. Yeah, the triplets could have done something. But they squandered it and so much else, hating each other. Ja, absolut sinnlos. Five Tropolis, once a land of creativity and magic, now little more than a robot factory. There were good people there. We've all been twisted by her, and we can't even see it. We're fish born in a tiny bowl, and we look around and say, "Oh, this is good. This is definitely how it should be." But we should be swimming in the ocean. Okay, yes. Not all fish can live in salt water. But we should at least be swimming in a big old lake. Genau. It was in this very throne room that the queen would roll her dice to decide today's fate and personality of the poor inhabitants of Two-Town. That's crazy, isn't it? The idea that their fates should be controlled by the queen rolling a dice somewhere. You grow up with it, so you think it's normal, but the whole thing is madness. Ja. Absolut crazy. Vorburg. A fallen city built on the ruins of its past self. Another insane system. She pulls us all into her crazy solutions until we forget how things used to be, and everyone in Random is just lost in her madness. She's cost so many, so much. Dicey. Come on, Dicey. Wir haben dich lieb. Sixtopia, a glittering city of cardboard, made to give the poor people of Random something to aspire to. The biggest and most cynical lie of them all. This can't go on. Kann es auch nicht. Und wir werden da ein Ende für finden. Yeah, I hope we can do something about it too. Nee, keine Hoffnung. Siegessicher gehen wir da jetzt hin. Und hier geht's weiter. Okay. This was it.
The point of no return. Wollen wir auch Whatever gar nicht. The end was. Even in Dicey, we're going to meet it. Listen, Dicey, whatever happens next, I just want you to know. Look, I'm not too good with feelings and stuff, but I just want to say, I've never become best friends with someone faster, and we've saved each other's lives countless times, and well, thank you, Dicey, for everything. Good. Right, back at you, bud. Now, let's go kick that queen's evil butt together. Queen's evil butt. Ah, die kennen wir schon. Da der Vater, hier die drei. Ja, ne? Kinder. Die drei Geschwister. Was ist das hier? Das ist das angeblich schöne Sextopolis, nehme ich an. Was man vielleicht aus der Ferne sieht und jeder denkt, wenn er nach Sextopia kommt. Das schönste Leben, das man sich vorstellen kann. So ist schon zynisch, ne? Dass man sagt, nur die, die dort nach Sextopia kommen, haben das coolste Leben. Alle anderen müssen irgendwie leiden und vor allen Dingen die in Einsstadt oder Einsfeld müssen hier größte Dreckarbeit leisten. Das ist Sechsklassengesellschaft. Wahnsinn. War das der Tod? Seine Gondel? Tod war auch sehr cool gemacht. Ah ja, oha, okay. Der ist ja riesig. Das ist zur Hölle. Hiding, hiding! Is over here good? Hard! Now then, children! Inside that black dice is your ultimate destiny. Well, if it isn't the one from One Town, even, was it? Poor girl, you've marched all this way alone, only to find your own end waiting for you. Only I'm not alone, Nanny, and it seems to me that the only end I've been marching towards is yours. Nice! Such impudence demands punishment! Ja, ganz genau. Du hast es dir selbst gerade gesagt. Solch eine Dreistigkeit. Dafür muss bezahlt werden. Du wirst dafür bezahlen. Und die Nanny wird sterben. Einen grausamen Tod. Für ihre Verbrechen wird sie fallen und es wird knallen. Oh, genug. Ey, ich hätte gerne einen Kristall, sag mal. Jetzt reicht's aber hier. Ich will Kristalle. Gib her jetzt. Geht doch. So, volles Blatt, komm. Wir werfen mal. Okay. Ja, Nanny, du kannst immer noch nicht im Kartenmodus dich bewegen, wa? So, ich hole den Hammer und ich würde ihr gerne einen auf die Glocke geben. Da. Oh, okay, das klappt nicht so gut. Das auch nicht. Oh, und jetzt kommt der schon wieder. Jetzt aber. So. Der muss weg. Der nervt mich ohne Ende. Komm. Komm jetzt. Mach deine Attacke. Oder so. Ah, hätte fast geklappt. Sollte nicht sein. Ach, und jetzt macht er nur einen einfachen Schlag. Wie frech. Komm schon. Der muss weg. Das ist mir egal. Komm, wir würfeln einfach nochmal ein gutes. Gib mir deinen Kristall, danke, oder Kristalle. So, werfen. Jetzt kriegst du auf die Mütze. Nerviger Sack. Umas Umarmung. Säurekanone. So, Richtung Nanny.
Und eine auf die Rübe. Na komm, lauf hier rein. Komm. Verdammt. Ah, die Bomben, die habe ich ganz vergessen. Little boys and little girls, turn your teeth to nanny's pals. Du bekommst gar nichts. So, jetzt aber. Oh. Boah, nervst du. Komm, da ist sie. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Das kann ja wohl so nicht angehen. So. Einer. Der Bogen des Regelmeisters. Die Kanone und... Ja, komm, das war's. Du bekommst eine auf die Nuss. So, und wieder. Komm. Ah, ausweichen. Okay, wir müssen uns bald heilen, so wie es aussieht. Na. So, dann holen wir die mal weg. Upsi. So, jetzt wird wird's aber Zeit für Heilung. Screaming, moaning, hurting, dying, Nanny's gonna end you without even trying. Ach, laber nicht. So, hier ist die Heilung. Super Elixier. Den Bogen des Regelmeisters nochmal. Und einen auf die Mütze. Jetzt wird's hier aber voll. Das ist gelogen. So viel ist gar nicht los, aber... Die Nanny kriegt jetzt sowas von auf den Sack. Okay, die Kanone. Dann schießt du mal. Und ein Geist. Der kann auch hier. So, viel Spaß. Oh, muss die Nanny schlafen? Ist die Nanny müde? You can shout, but Nanny will eat your bones and snout. Du frisst gar nichts mehr, wenn ich mit dir fertig bin. Komm, gib mir noch mal eine Bombe. Ey, ich kann hier nicht weg. Was war denn das? Wildes Gelände. Okay, hast keine Kristalle im Moment. Na. Oh. Die Hitbox. Jetzt wirft sie wieder Bomben, sehr schön. Nicht getroffen. Wieder nicht, okay. Daran müssen wir arbeiten. Oder wir wirken einfach nochmal gleich. Wird sie aber gerne mit ihrer eigenen Bombe schlagen. Einfach nur, weil ich es kann. Jetzt, komm. War zu früh. So, hahaha. Na komm. Okay, dann eben doch nicht. So, die anderen zwei töte ich irgendwie anders. Aber die Nanny will ich definitiv mit ihrer Bombe haben. Einfach nur zur Bestrafung.
So, ihr beiden oder ihr drei. Schauen, ob ich euch bekomme. Hier gebe ich eins auf die Mütze. So. Hier kann ich nicht mehr. Haben wir es alle? Komm, Nanny, komm. Ah, sehr schön, komm. So. I suppose it is one's lot in life when one is a nanny to suffer doing someone else's hard work while they reap all the benefits. Eventually, everyone leaves you behind, don't they? And any love they held for you is temporary, transactional. Du hast es nicht anders verdient. Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben? Du hast Sigmar gefoltert und unzählige Kinder getötet. I did my job, child. I followed orders. And none of us would be in this mess now, if you'd followed your parents' orders and stayed home. Natürlich setzen wir Schuld. Ich werde die Königin aufhalten. Du bist besser nicht mehr hier, wenn ich zurückkomme. When I come back. Such unearned confidence. You know, everyone is so quick to judge her. But the Queen really likes you even. Sie hat meine Schwester entführt und versucht, mich umzubringen, mehrmals. Well, there's a lot of that going around, child. You're not a popular person here. Now then, run along before you're too late. Sind ja eine nette Person. Dich sollten wir wirklich erlegen.